Unser Thema ist heute zertifizierte Schokolade. Was steckt eigentlich hinter den Siegeln, die wir als Konsumenten und Konsumentinnen sehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, um dort Schokolade einzukaufen? Das ist ja ein Thema, was gerade vor Ostern sehr viele Leute beschäftigt, weil zu Ostern sehr viel Schokolade konsumiert wird. Und unser Ziel mit dem Webinar ist heute, ein bisschen Licht in den Siegeldschungel zu bringen und ein bisschen darüber zu erzählen, wie sich unterschiedliche Siegel voneinander unterscheiden, was da die Stärken und die Schwächen sind und genau, was insgesamt die Potenziale und auch die Herausforderungen von Zertifizierung sind. Es wird jetzt also so ablaufen, dass ich zuerst kurz was sage zum Encota-Netzwerk und der Kampagne Make Chocolate Fair. Ich werde danach auch noch mal kurz eingehen auf die Problemsituation im Kakaoanbau, weil sich ja gerade gezeigt hat, dass es dazu sehr unterschiedliche Wissensstände gibt. Anschließend werden wir dann näher schauen auf das Thema Zertifizierung, also wie funktioniert eigentlich Zertifizierung, und uns die wichtigsten Siegel für Kakao und Schokolade anschauen, was steckt dahinter, wie unterscheiden die sich voneinander, werden dann eingehen auf die Potenziale und Grenzen von Zertifizierung und auch die Frage nach politischen Handlungsmöglichkeiten, und danach ist dann noch ausreichend Zeit für Ihre Fragen und für Diskussionen. Das Encota-Netzwerk, für das Leo und ich arbeiten, ist eine Nichtregierungsorganisation. Wir sind eine entwicklungspolitische Organisation mit etwa 20 Mitarbeitenden und sitzt hier in Berlin. Encota engagiert sich schon seit fast 50 Jahren dafür, die Armut auf der Welt zu bekämpfen, den Hunger auf der Welt zu besiegen und die Globalisierung gerecht zu gestalten. Dazu wollen wir mit unserer Arbeit einen Beitrag leisten. Wir tun dies einerseits durch Projekte mit Partnern in Ländern des globalen Südens. Das sind Länder wie zum Beispiel Mosambik, Vietnam, Nicaragua und El Salvador, wo wir eben mit dortigen Nichtregierungsorganisationen und Basisinitiativen in einem kontinuierlichen Austausch stehen und Projekte zum Beispiel im Bereich der reproduktiven Rechte und der ländlichen Entwicklung machen. Über diese Partnerarbeit kriegen wir gerade auch sehr eng mit, wie sich diese Corona-Krise in verschiedenen Ländern des globalen Südens auswirkt. Wer sich dafür näher interessiert, dem sei an dieser Stelle unser Corona-News-Ticker auf unserer Website empfohlen. Den findet man bei Bedarf unter www.encota.de. Was wir aber auch machen, sind Kampagnen im globalen Norden und da natürlich allen voran in Deutschland, weil nach unserem Verständnis Entwicklung vor der eigenen Haustür anfängt. Aus unserer Sicht gibt es sehr viele politische und wirtschaftliche Strukturen, die dazu beitragen, dass globale Ungleichheit zementiert wird und sich immer weiter fortsetzt. Und dazu versuchen wir, einen Beitrag zu leisten, solche Strukturen abzubauen durch politische Kampagnen hierzulande. Wir machen Kampagnen zu ganz unterschiedlichen Themen. Dazu gehören zum Beispiel Kampagnen zur arbeitsrechtlichen Situation in der Textil- und in der Schuhindustrie. Dazu gehört auch das Thema Rohstoffabbau, in letzter Zeit zum Beispiel mit einem kritischen Blick darauf, welche sozialen und ökologischen Folgen eigentlich der Rohstoffabbau für Elektroautos hat, zum Beispiel in Ländern wie im Kongo. Und eine weitere Kampagne, die wir machen, um die es heute vor allem geht, ist die Kampagne Make Chocolate Fair. Die Kampagne Make Chocolate Fair setzt sich dafür ein, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakaobauern und Bäuerinnen, insbesondere in Westafrika, zu verbessern. Das ist eine Kampagne, die es schon seit 2013 gibt. Sie wird durch das Encota-Netzwerk koordiniert. Das war ursprünglich mal eine europäische Kampagne und heutzutage sind es rund 100 lokale Gruppen und Akteure in ganz Deutschland, die diese Kampagne unterstützen. Warum machen wir eine Kampagne zum Thema Kakao und Schokolade? Das hat ganz einfach damit zu tun, dass der süße Genuss eine bittere Kehrseite hat. Und jetzt werde ich auf die wichtigsten und bekanntesten Probleme im Kakaoanbau eingehen. Kakao, also die wichtigste Zutat in der Schokolade, wird insbesondere in Ländern am Äquator produziert. Das kann man auf dieser Grafik gut sehen. Die wichtigsten Kakaoanbauländer sind die Côte d'Ivoire, auch als Elfenbeinküste bekannt. Alleine von dort kommen 40% der globalen Kakaoproduktion. Ein weiteres wichtiges Land ist Ghana. Andere wichtige westafrikanische Länder sind zum Beispiel Nigeria und Kamerun, sodass 2/3 des weltweiten Kakaos aus Westafrika kommt. Auch in Lateinamerika und in Asien, zum Beispiel in Indonesien, wird Kakao produziert. In Deutschland dagegen ist das aus klimatischen Gründen nicht möglich.
Wenn wir uns die Lieferkette vom Kakao bzw. der Schokolade angucken, dann stehen am Anfang dieser Lieferkette etwa 5 Millionen Kakaobäuerinnen und Bauern. Wichtig zu sagen ist dabei, dass Kakao vor allem in kleinbäuerlicher Landwirtschaft angebaut wird. Das heißt, etwa 90% der Plantagen sind nur zwischen 2 und 5 Hektar groß. Das ist also was anderes als zum Beispiel beim Tee, wo es vor allem große Plantagen gibt. Kakaoanbau ist eine harte, ganzjährige Arbeit. Die Haupterntesaison ist zwischen September und November. Der Prozess von der Ernte der Kakaobohnen über die Fermentierung bis zur Trocknung, bis also der Kakao dann auf die weite Reise geht, dauert etwa 4 Wochen. Es gibt dann Zwischenhändler, die den Kakao aufkaufen von diesen Bauern bzw. den Kooperativen, in denen sie organisiert sind. Es gibt anschließend Firmen, die den Export organisieren, denn die Weiterverarbeitung des Kakaos zu Kakaopulver und Kakaobutter findet schon zu einem großen Teil in Ländern Europas, wie zum Beispiel der Niederlande und Deutschland statt. Da reden wir dann über Unternehmen, die wir als Konsumenten häufig gar nicht namentlich kennen, obwohl sie einen sehr großen Einfluss haben. Zum Beispiel Barry Callebaut ist ein Unternehmen, das jede 4. Kakaobohne auf der Welt weiterverarbeitet. Wir kennen als Konsumenten diese Unternehmen aber nicht, weil wir nicht direkt mit ihnen zu tun haben. Was wir kennen, sind die Firmen, die aus diesen Vorprodukten die eigentliche Schokolade herstellen. Das sind Unternehmen wie zum Beispiel Nestlé, Mars oder Mondelez, die die Milka-Schokolade herstellen. Auf dieser Ebene gibt es eine sehr große Konzentration, ähnlich wie bei den Verarbeitern. Also es gibt 7 Schokoladenunternehmen, die sich etwa 2 Drittel des Weltmarkts untereinander aufteilen. Diese Unternehmen verkaufen die Schokolade nicht selbst, sondern sie werden in Supermärkten, wie zum Beispiel bei Lidl, Aldi oder Rewe verkauft. Und von dort kommen sie in der Regel dann bei uns an, bei den Konsumentinnen. Das ist also erstmal eine konventionelle Lieferkette von Kakao und Schokolade. Und wenn wir an den Anfang der Lieferkette gucken und wenn wir angucken, wie die Gewinne aus dem Kakao- und Schokoladengeschäft verteilt sind, dann muss man sagen, dass es da eine sehr große Ungleichheit gibt. Wir haben das vor ein paar Jahren mal im Kakaobarometer errechnet. Wer bekommt eigentlich welchen Anteil an der Wertschöpfung, die mit dem Kakao und der Schokolade passiert? Und das sieht dann etwa so aus. Der Löwenanteil, der geht an die Schokoladenhersteller und an die Supermärkte. In dem Anteil der Supermärkte ist die Mehrwertsteuer schon drin. Das wäre also das, was eigentlich dann bei staatlichen Akteuren hierzulande landet. Es wären ohne diese Mehrwertsteuer immer noch etwa 35%. Wenn wir an den Anfang der Lieferkette gucken, dann sind es zwischen 6 und 7%, was bei den Kakaobauern und Bäuerinnen ankommt. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr wenig. Wenn man sich dann noch überlegt, wie diese unterschiedlichen Akteure geografisch verortet sind, dann sieht man auch, dass ein Großteil der Wertschöpfung in Ländern des globalen Nordens passiert. Es wurden vor 2 Jahren endlich mal größere Studien gemacht zur Einkommenssituation von Bauern in der Elfenbeinküste und in Ghana, also den wichtigsten beiden westafrikanischen Kakaoanbauländern. Dabei ist etwas rausgekommen, was wir eigentlich davor schon wussten, nur nicht anhand so konkreter Zahlen belegen konnten, nämlich die Mehrzahl der Kakaobauern und Bäuerinnen lebt deutlich unter der Armutsgrenze. Wenn wir zum Beispiel hier bei der Côte d'Ivoire schauen, an den Beginn des grünen Pfeils, dann wäre das der Wert, den eine durchschnittliche Kakaobauernfamilie bräuchte, um ein existenzsicherndes Einkommen zu haben, also ein Einkommen, was alle Grundbedürfnisse der Familienmitglieder abdeckt. Wenn wir schauen, wie hoch das tatsächliche Einkommen liegt, dann ist das nur ein geringer Teil davon. Das ist einerseits Einkommen aus dem Kakaoanbau, andererseits auch zusätzliches Einkommen, was zum Beispiel durch die Produktion weiterer Agrarprodukte entsteht oder auch durch zusätzliche Lohnarbeit. Aber man sieht eben, dass der Kakaoanbau definitiv die Haupteinkommensquelle ist. Genau, in Ghana sieht es ganz ähnlich aus. In Ghana kann man also sagen, das tatsächliche Einkommen müsste sich in etwa verdoppeln, damit es existenzsichernd wäre. In der Elfenbeinküste müsste es sich im Durchschnitt sogar fast verdreifachen. Das ist also eine sehr extreme Situation, die auch mit dem niedrigen Kakaopreis zu tun hat. Und diese Armut der Kakaobauernfamilien führt zu einem weiteren Problem, nämlich zu dem Problem ausbeuterischer Kinderarbeit, was in den letzten 10 Jahren zunehmend auch hierzulande in den Medien gewesen ist. In den beiden wichtigsten Anbauländern gibt es etwa 1,6 Millionen Haushalte, die Kakao anbauen.
und etwa 2 Millionen Kinder, die ausbeuterische Kinderarbeit machen. Also wir reden nicht über jegliche Formen von Kinderarbeit, sondern wir reden über die Arten von Kinderarbeit, die nach den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation verboten sind. Das würde zum Beispiel bedeuten, Kinder, die viel zu schwere Lasten tragen, Kinder, die mit gefährlichen Werkzeugen wie Macheten hantieren oder auch Kinder, die Pestizide versprühen, ohne ausreichende Schutzkleidung zu tragen. Das ist ein sehr großes Problem. Das hängt eng mit der Armut zusammen, weil es eine Folge davon ist. Also wir sagen immer, die Kakaobauern und Bäuerinnen greifen unter anderem deswegen auf ihre eigenen Kinder als Arbeitskräfte zurück, weil sie sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel keine erwachsenen Arbeitskräfte leisten können. Das heißt, wer dieses Problem der Kinderarbeit angehen will, der muss auch einen Weg finden, mit dem Problem der Armut umzugehen. Interessant ist, dass dieses Problem schon lange bekannt ist. Schon 2001 haben die wichtigsten Schokoladenunternehmen das sogenannte Harkin-Engel-Protokoll unterzeichnet. Das war damals eine freiwillige Selbstverpflichtung, in der diese Unternehmen das Versprechen abgegeben haben, dass sie die schlimmsten Formen der Kinderarbeit bis 2005 beenden werden. Das ist nicht passiert. Das Ziel wurde mehrfach revidiert. Es wurde erst ins Jahr 2010 geschoben, kurz vor 2010 dann bis 2020 verlegt und auch entschärft. Also das aktuelle Ziel ist, dass bis 2020, also bis dieses Jahr, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit um 70% reduziert werden sollen. Anfang 2020 müssen wir sagen, dieses Ziel wird aller Voraussicht nach verfehlt. Es gibt gerade keinerlei Hinweise darauf, dass Kinderarbeit signifikant abnehmen würde. Sie hat, das hat eine Studie 2015, eine groß angelegte, zuletzt ergeben, phasenweise sogar zugenommen. Daran kann man unserer Meinung nach auch ganz gut sehen, was die Grenzen von solchen freiwilligen Selbstverpflichtungen durch Unternehmen sind und warum es aus unserer Sicht auch schärfere politische Instrumente wie zum Beispiel Gesetze braucht. Ich möchte noch auf ein letztes Problem eingehen, nämlich das Problem zerstörter Regenwälder. In Ghana und der Elfenbeinküste ist es ein sehr großes Problem, dass viel Regenwald gerodet wird, um zum Beispiel neue Kakaoplantagen anzulegen. In der Elfenbeinküste ist zum Beispiel in den letzten 50 Jahren 80% des Regenwaldes gerodet worden. Und der Kakaoanbau ist zwar nicht der einzige, aber ein sehr zentraler Faktor dafür. Das ist also die Gemengelage von Problemen, weshalb wir uns vor ein paar Jahren entschieden haben, dass wir diese Kampagne Make Chocolate Fair machen wollen. Im Rahmen dieser Kampagne machen wir ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben demonstriert zu unterschiedlichen Anlässen, wie hier zu sehen, zum Beispiel der Weltkakaokonferenz 2018 in Berlin. Wir haben eine groß angelegte Schokomobiltour gemacht mit Events quer durch Europa, um Menschen auf die Probleme aufmerksam zu machen. Wir laden uns immer mal wieder Gäste aus dem globalen Süden ein, um auch deren Stimmen hier hörbar zu machen. Wir sorgen immer wieder auch mit kreativen Aktionen für Aufmerksamkeit, hier ein verändertes Überraschungsei zu sehen. Wir haben zwischendurch eine Petition gestartet, der sich über 120.000 Menschen quer durch Europa angeschlossen haben mit unseren Forderungen an die Schokoladenindustrie, unter anderem nach einem fairen Kakaopreis. Und wir verbünden uns immer wieder mit mächtigen Verbündeten, wie zum Beispiel den Osterhasen hier auf dem Bild zu sehen, die öffentlichkeitswirksam in den Streik treten und sagen, dass sie unter solchen Bedingungen nicht mehr bereit sind, die Schokolade in das Osternest zu legen. Wie das in diesem Jahr unter Bedingungen von Corona aussehen kann, dazu werde ich am Ende noch was sagen. Wir haben uns entschieden, dieses Webinar in dieser Phase zu machen, auch weil wir uns jetzt kurz vor Ostern befinden und man sagen muss, dass Osterzeit einfach die Schokoladenzeit des Jahres schlechthin ist. Es gibt keinen anderen Zeitraum im Jahr, wo so viel Schokolade konsumiert wird. Man muss dazu sagen, dass die Deutschen ohnehin fast Schokoladenweltmeister sind. Es gibt nur in einem Land einen noch höheren Pro-Kopf-Verbrauch als in Deutschland und das ist die Schweiz. In Deutschland essen die Leute im Durchschnitt pro Kopf etwa 8 bis 9 Kilo im Jahr. Und allein in den Tagen rund um Ostern sind es laut verschiedenen Medienartikeln etwa 1,1 Kilogramm pro Kopf. Also eine ganze Menge und ein guter Zeitpunkt, um sich darüber zu unterhalten, welche Schokolade wollen wir eigentlich kaufen und welche Möglichkeiten haben wir vielleicht auch als Konsumenten und Konsumentinnen dazu beizutragen, bestimmte Probleme zu reduzieren. Wenn wir allerdings in den Supermarkt gehen, dann sind wir vor das Problem gestellt, dass es immer mehr Siegel gibt.
und es für Konsumenten immer schwieriger ist, den Überblick zu behalten. Ich habe hier einfach mal ein paar von diesen Siegeln aufgeführt, zum Beispiel das Fairtrade-Siegel, das Zeichen der GEPA Fair Plus, was es seit einigen Jahren gibt. Wer im Bioladen einkauft, der kennt wahrscheinlich das Naturland-Fair-Siegel oder vielleicht auch das Hand-in-Hand-Siegel von Rapunzel. Es gibt mittlerweile ein anderes Siegel, was dem klassischen Fairtrade-Siegel sehr ähnlich aussieht, aber nicht das gleiche bedeutet. Darauf werde ich gleich eingehen. Das ist das Siegel des Fairtrade-Kakao-Programms. Es gibt das Siegel der Rainforest Alliance und von Oud Certified, die mittlerweile fusioniert sind, aber in der Übergangsphase sind beide Siegel noch kenntlich auf den Schokoladenprodukten im Supermarkt. Es gibt daneben auch unternehmenseigene Siegel, zum Beispiel von Mondelez das Coco Life-Ding, was auf der Milka-Schokolade drauf ist. Es gibt von Nestlé den Nestlé Coco Plan und es gibt zum Beispiel bei Lidl noch ein Siegel Fair Globe, was sie auf alle Fairtrade-Produkte drauf machen, obwohl das eigentlich keine weitere Aussage hat, als dass diese Produkte durch Fairtrade zertifiziert sind. Angesichts dessen fragt man sich natürlich, was steckt eigentlich hinter den Siegeln? Und darauf wollen wir jetzt gleich als nächstes eingehen, aber vorher haben wir noch eine kleine Umfrage eingebaut. Genau, ja, vielen Dank, Johannes. Genau wie du gerade gesagt hast, wollen wir jetzt uns die einzelnen Siegel mal gleich noch genauer anschauen und würden aber vorab gerne noch die Umfrage mit Ihnen starten, weil es natürlich interessant ist, vorab nochmal eine erste Information einzuholen, welche Schokolade Sie denn weiterempfehlen würden als fair. Dafür haben wir uns wieder eine Umfrage vorgenommen, die wir Sie jetzt bitten zu beantworten. Sie können bei der Umfrage tatsächlich mehrfach auswählen, das heißt, Sie können auch verschiedene der Antwortmöglichkeiten gleichzeitig auswählen. Und es sei noch dazu gesagt, dass die Antwortmöglichkeiten alphabetisch angeordnet sind. Das heißt einerseits Fair Trade, Fair Afric, GEPA, eine Zertifizierung durch Hand in Hand, Naturland Fair, die Rainforest Alliance bzw. Wood Certified, Chonies Chocolonies oder keine der oben angegebenen. Ja, knapp 85% haben schon abgestimmt, 87%. Dann würde ich sagen, wir teilen mal die Resultate und sehen, dass die GEPA mit 81% als das Zertifikat gewählt wurde, was am meisten als fair weiterempfohlen werden würde. Dann dicht gefolgt von Fair Trade und Naturland Fair, die Sie als fair weiterempfehlen würden. Ist das denn so, Johannes? Wie würdest du das beurteilen und wie sieht es denn aus damit? Ja, wie wahrscheinlich schon zu erwarten war, sieht die Antwort darauf differenziert aus. Ich würde jetzt erstmal kurz was dazu sagen, wie Zertifizierung eigentlich grundsätzlich funktioniert und würde dann tatsächlich ein paar dieser Siegel, die auch in der Umfrage drin waren, durchgehen. Dazu zu sagen ist wichtig, das sind nicht alles Siegel, sondern teilweise waren da jetzt auch bestimmte Unternehmen in der Umfrage drin, die in der Fairhandelsszene zum Beispiel bekannt sind. Und genau, darauf werden wir gleich im Detail eingehen, was da die Unterschiede sind. Wie funktioniert das eigentlich mit der Zertifizierung? Unabhängige Zertifizierungsorganisationen arbeiten eigentlich immer folgendermaßen. Es wird erstmal eine Reihe von Standards festgelegt. Das können soziale, ökonomische und ökologische Standards sein. Dazu gehören eigentlich immer bestimmte Arten von Arbeitsrechten, zum Beispiel angelehnt an die ILO-Kernarbeitsnormen, die nicht missachtet werden dürfen, ein Verbot von missbräuchlicher Kinderarbeit, ökologische Kriterien, die sich auf den Umweltschutz beziehen, wie zum Beispiel das Verbot bestimmter Pestizide oder auch das Verbot, dass der Kakao in abgeholzten Regenwaldgebieten angebaut wird. Es können aber auch ökonomische Kriterien sein, wie zum Beispiel die Zahlung von bestimmten garantierten Mindestpreisen oder festen Prämien. Das ist aber je nach Standard sehr unterschiedlich. Was dann passiert, ist, dass die Einhaltung dieser Standards von einer unabhängigen Prüfgesellschaft kontrolliert wird. Bei Fairtrade ist das zum Beispiel die Fairtrade Labeling Organization, die einmal im Jahr die entsprechenden Plantagen besucht.
Es wird aber nicht nur eine Kontrolle der Standards vorgenommen, sondern die unterschiedlichen Zertifizierer bieten auch Beratungsleistungen an für Kooperativen und bieten zum Beispiel Schulungen dazu an, wie man seinen Anbau verbessern kann, etc. Es gibt dann auf der anderen Seite bestimmte Unternehmen, die autorisiert sind, den entsprechenden Kakao zu kaufen und zu verwenden. Die zahlen in der Regel eine Lizenzgebühr dafür. Und genau, für den Endproduzenten wird dann sozusagen, um transparent zu machen, dass das nicht einfach irgendein Kakao ist, sondern dass er diese Kriterien einhält, ein Siegel vergeben, was die Unternehmen auf das Produkt drauf machen können. Es handelt sich hier also um eine Produktzertifizierung. Das heißt, wenn ich im Aldi einkaufe und dort auf einem Produkt ein Fairtrade-Siegel drauf ist, dann ist das keine Aussage darüber, was Aldi für ein Laden ist und wie Aldi zum Beispiel seine eigenen Arbeitskräfte behandelt, sondern es ist ganz einfach eine Aussage darüber, unter welchen Bedingungen der Kakao und eventuell, je nach Siegel, auch noch andere Inhaltsstoffe der Schokolade angebaut werden. Darauf bezieht sich also die Zertifizierung. Wenn wir über die bekanntesten Siegel reden, dann bietet es sich an, mit Fairtrade anzufangen, denn das ist das bekannteste Siegel aus der Fairhandelsbewegung. Die Fairhandelsbewegung, die ist schon ziemlich alt, die ist in den 50er Jahren entstanden. Ihren Anspruch war, eine Alternative aufzubauen zum konventionellen Welthandel, denn die Analyse war, in diesem konventionellen Welthandel werden immer wieder KleinproduzentInnen im globalen Süden ausgebeutet. Und der Anspruch des fairen Handels ist, Menschen im globalen Süden sollen von ihrer Arbeit ein Leben in Würde führen können. Fairtrade hat sich dann herausgebildet als wichtigstes internationales Siegel der Fairhandelsbewegung. Heutzutage wird im Kakaobereich über Fairtrade tatsächlich 6-7% der weltweiten Produktion zertifiziert. Das ist also schon mal eine ganze Menge. Der Ansatz ist vor allem dazu beizutragen, dass sich die Lebenssituation der Bauern verbessert, indem man ihnen höhere Preise zahlt und indem man ihnen eine erhöhte Sicherheit gibt, was diese Preise angeht. Häufig sind ja schwankende Preise ein großes Problem für ProduzentInnen. Das versucht man im fairen Handel zu umgehen, indem es einen garantierten Mindestpreis gibt. Wenn der Weltmarktpreis für Kakao unter 2.400 US-Dollar pro Tonne fällt, dann erhalten ProduzentInnen im fairen Handel, also in diesem Fall bei Fairtrade, trotzdem 2.400 US-Dollar. Der Preis geht also nicht darunter. Wenn der Weltmarktpreis höher ist, kriegen die Bauern natürlich auch den höheren Preis und nicht die 2.400. Es wird zusätzlich eine extra Prämie gezahlt, die Fairtrade-Prämie. Im Kakaobereich liegt die derzeit bei 240 US-Dollar pro Tonne Kakao. Das ist eine Prämie, über die können die Kooperativen, die die bekommen, frei und demokratisch verfügen. Es wird in der Regel so gemacht, dass ein Teil dieses Geldes in bar an die Produzenten ausgezahlt wird, dass ein weiterer Teil dafür genutzt wird, den Anbau in irgendeiner Form zu verbessern, zum Beispiel indem gemeinsam in bestimmte Maschinen investiert wird. Und darüber hinaus wird ein Teil der Prämie auch für soziale Projekte in den lokalen Gemeinschaften verwendet, wie zum Beispiel für den Bau von Krankenhäusern, von Schulen etc. Wenn der Kakao auch den Konditionen für eine Bio-Zertifizierung genügt, dann gibt es natürlich nochmal eine extra Prämie obendrauf. Wichtig zu sagen ist, dass die Bauern und Bäuerinnen im Fairtrade-System auch eine starke Mitbestimmung haben. Also die Produzenten aus dem globalen Süden haben 50% der Stimmrechte in allen Gremien des Fairtrade-Dachverbandes, in dem auch über die Weiterentwicklung der Standards und über die Setzung von Mindestpreisen entschieden wird. Das ist ein ganz großer Unterschied zu industrienahen Siegeln, wie zum Beispiel Rainforest Alliance und UTZ, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist noch, dass es Anspruch gibt auf eine Vorfinanzierung, also dass sich die ProduzentInnen einen Teil der Leistung vorstrecken lassen können, damit sie sich nicht verschulden müssen. Und dass es auch Schulungen gibt, zum Beispiel wie die Kooperativen gestärkt werden und effizienter gemacht werden können. Es gibt seit ein paar Jahren ein weiteres Siegel, das dem sehr ähnlich sieht, nämlich das Fairtrade-Kakao-Programm-Siegel. Der Unterschied ist, dass dieses Siegel bedeutet, dass nur der Kakao in der Schokolade zertifiziert ist. Denn eigentlich hat Fairtrade die Regel, alle Inhaltsstoffe, die Fairtrade zertifiziert sein können, müssen auch Fairtrade zertifiziert sein. Da es auch Fairtrade Zucker zum Beispiel und Fairtrade Vanille gibt, müsste das auch aus Fairtrade Quellen kommen.
im Fairtrade-Kakao-Programm ist es nicht mehr der Fall. Das hat zu einem großen Aufschrei in der Fairhandelsszene geführt. Es gibt da den Vorwurf der Verbraucherenttäuschung, weil das Siegel eben sehr ähnlich ist und Leute den Unterschied häufig nicht kennen. Man muss aber dazu sagen, dass Fairtrade das gemacht hat, um die Nachfrage nach zertifiziertem Kakao auszuweiten. Denn es gibt ein großes Absatzproblem im fairen Handel. Das bedeutet, dass nur die Hälfte der zertifizierten Bohnen tatsächlich auch zu Fairtrade-Konditionen verkauft werden können. Ein Bauer hat also dann für 100% seines Kakaos die Zertifizierungsgebühren bezahlt und die Standards beachtet. Er kriegt dann aber nur für die Hälfte davon am Ende auch die Prämie und bleibt auf den zusätzlichen Kosten sitzen. Das ist ein sehr großes Problem. Und um Nachfrage zu steigern und das Unternehmen zu erleichtern, dass sie auch relativ günstige Schokolade anbieten, hat man dieses Programm ins Leben gerufen. Denn Fairtrade Zucker ist gegenüber heimischem Industriezucker ein ziemlicher Preistreiber. Weshalb wir sagen würden, das ist ein ambivalentes Programm. Und das hat tatsächlich auch einen Aspekt von Unterstützung der Kakao-Kooperativen, bei denen eben dadurch zum Beispiel mehr Prämiengelder ankommen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie fair ist eigentlich Fairtrade? Das kommt natürlich darauf an, wie man fair definiert. Aus unserer Sicht würde Fairness bedeuten, dass die ProduzentInnen garantiert ein Leben in Würde davon leben können, dass sie also durch den fairen Handel über ein Einkommen verfügen, das existenzsichernd ist. Mit existenzsichernd meinen wir ein Nettoeinkommen eines Haushalts, erworben durch unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, welches ausreicht, um für alle Haushaltsmitglieder einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. Das ist eine internationale Arbeitsdefinition aus der Community of Practice on Living Income. Mit Grundbedürfnissen gemeint sind zum Beispiel Wohnraum, Bildung, Geld für Gesundheitsversorgung, Geld für ausreichende und gesunde Ernährung und für Bekleidung. Man muss dazu sagen, dadurch, dass die Bauern selbstständig sind und keine abhängig Beschäftigten, kommen Investitionskosten in die Plantage hinzu, Kosten für Werkzeuge, Setzlinge und Pflanzenschutzmittel. Auch das muss beachtet werden. Deswegen ist es nicht deckungsgleich mit einem existenzsichernden Lohn. Diese Diskussion kennen wir aus der Textilindustrie, sondern es kommt noch mal etwas obendrauf. Inwieweit schafft es Fairtrade nun, ein existenzsicherndes Einkommen sicherzustellen? Das hat Fairtrade selbst versucht, in einer Studie herauszufinden, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Das Ergebnis war sehr niederschmetternd. Nämlich Fairtrade garantiert bisher kein existenzsicherndes Einkommen. Auch unter zertifizierten Bauern in der Elfenbeinküste lebt die Mehrzahl, nämlich fast 80%, unter der Armutsgrenze. Bauern, die eine Fairtrade-Zertifizierung in der Elfenbeinküste haben, kriegen im Durchschnitt nur etwas mehr als ein Drittel von dem, was existenzsicherndes Einkommen wäre. Das ist also relativ ähnlich wie bei den konventionellen Bauern. Und es gibt nur sehr wenige Bauern und in der Regel sind das die, die größere Flächen haben, die ein existenzsicherndes Einkommen erreichen. Das ist erstmal ein sehr niederschmetterndes Ergebnis. Es hat allerdings dazu geführt, dass Fairtrade auch reagiert hat. Fairtrade hat nämlich in Reaktion darauf letztes Jahr im Oktober seinen Kakao-Mindestpreis erhöht. Dieser Mindestpreis lag vorher bei 2.000 US-Dollar, liegt jetzt bei 2.400 US-Dollar und auch die Prämie wurde um 20% erhöht. Das ist also ein erster Schritt, um diesem Problem gerecht zu werden, dass die Mehrzahl der Bauern in Armut lebt im Fairtrade-System. Bei Bio kommen nochmal 300 US-Dollar pro Tonne obendrauf. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das nur ein erster Schritt sein kann. Wir haben damals diese Mindestpreiserhöhung natürlich begrüßt, haben aber gefordert, dass es weitere Preiserhöhungen geben muss. Denn Fairtrade hat interessanterweise selbst mal kalkuliert, wie hoch ein existenzsichernder Preis sein müsste. Das ist der Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen, der nach Berechnung von Fairtrade auf Weltmarktebene bei 2.860 US-Dollar liegen müsste. Fairtrade zahlt bisher seinen eigenen Referenzpreis nicht. Und dazu muss man sagen, dass dieser Referenzpreis aus unserer Sicht auch noch zu niedrig kalkuliert ist. Wir haben gemeinsam mit anderen Nichtregierungsorganisationen mal eine eigene Kalkulation aufgestellt und kommen zu dem Ergebnis, dass der existenzsichernde Preis tatsächlich nochmal 45% höher liegen müsste. Das wären in der Elfenbeinküste dann etwa 3.160 US-Dollar auf Abhofebene, also nicht der Weltmarktpreis, sondern das, was tatsächlich bei den Bauern auf Farmebene ankommt.
Wie ergeben sich diese Unterschiede? Die ergeben sich dadurch, dass aus unserer Sicht Fairtrade mit unrealistischen Parametern gerechnet hat und zum Beispiel davon ausgeht, dass die Bauern doppelt so viel produzieren können wie bisher, wo aus unserer Sicht nicht ganz so klar ist, wie das möglich sein soll unter den finanziellen Bedingungen, unter denen die Bauern aktuell leben. Dass das nur ein erster Schritt sein kann, sieht man auch in dieser Grafik. Das sind sozusagen Einkommensszenarien von Fairtrade, die sie rund um die Mindestpreiserhöhungen rumgeschickt haben. Auf der linken Seite sieht man den Kakaopreis in der Elfenbeinküste vor dieser Mindestpreisentscheidung. Das in der mittleren Spalte wäre das Einkommen mit dem neuen Fairtrade-Mindestpreis. Und das auf der rechten Seite wäre ein Einkommen, was die Bauern hätten, wenn tatsächlich ein existenzsichernder Preis gezahlt würde. Dass es drei Balken gibt, das ergibt sich dadurch, dass mit unterschiedlichen Produktivitätsniveaus gerechnet wurde. Der graue Balken ist, wie viel die Bauern tatsächlich gerade produzieren. Das grüne ist, wie viel die Bauern rausbekommen würden, wenn sie 600 Kilo pro Hektar produzieren würden. Das wäre mehr als jetzt. Und das blaue, das wäre, wie viel bekommen die Bauern, wenn sie 800 Kilo pro Hektar produzieren, also ihren Ertrag fast verdoppeln. Und nur wenn sie das machen würden und wenn sie dann noch den existenzsichernden Preis bekommen würden, den Fairtrade aktuell noch nicht zahlt, dann wäre es tatsächlich geschafft, die Lücke zum existenzsichernden Einkommen zu schließen. Das zeigt einfach, es ist ein erster Schritt auf einem langen Weg. Das Problem ist hierbei natürlich, man muss auch erstmal Unternehmen finden, die bereit sind, die höheren Preise tatsächlich zu zahlen. Und da wird es zu einem großen Problem, dass es Konkurrenzsieger gibt, wie zum Beispiel Woods und die Rainforest Alliance, die miteinander fusioniert sind und die relativ industrienah sind und die auf jegliche Art von Mindestpreis verzichten. Das sind diese beiden Siegel, die hier zu sehen sind. Woods und Rainforest Alliance sind zur Rainforest Alliance mittlerweile fusioniert. Zusammen sind sie damit nun der größte Zertifizierer im Kakaobereich. Zusammen zertifizieren sie etwa 40% der weltweiten Kakaoproduktion. Das ist also wirklich mit Abstand der größte Zertifizierer, fünfmal so groß wie Fairtrade. Der Ansatz von diesen Siegeln ist ein anderer, denn es geht weniger darum, über Einflussnahme auf den Preis die Situation der Bauern zu verbessern, sondern die Theorie ist, dass man das Einkommen vor allem dadurch verbessert, dass die Bauern ihren Anbau professionalisieren. Der Fokus wird bei solchen Siegeln also darauf gelegt, dass die Bauern Schulungen bekommen, wie sie ihren Anbau effizienter machen können, um dadurch ihre Erträge zu steigern, weil wenn sie mehr Kakao produzieren, am Ende auch das Einkommen höher ist. Rainforest Alliance verzichtet dementsprechend auf jegliche Art von garantierten Mindestpreis. Auch bei den Prämien ist es bisher so, dass deren Höhe von den Kooperativen verhandelt werden muss. Es ist also nicht festgelegt wie bei Fairtrade. In der Praxis führt es dazu, dass die Prämien niedriger ausfallen. Vor 2 Jahren waren das im Durchschnitt etwa 80 US-Dollar pro Tonne gegenüber 200. Wir als Encota haben deswegen letztes Jahr im Sommer eine Aktion gestartet, Rainforest Alliance sei kein Frosch, weil die Rainforest Alliance aktuell ihren Agrarzertifizierungsstandard überarbeitet. Aus unserer Sicht wäre das die perfekte Möglichkeit, jetzt mal einen existenzsichernden Preis einzuführen. Es wurden also letzten Sommer tausende von E-Mails an den Geschäftsführer, den damaligen von der Rainforest Alliance, gesendet. Einen ersten kleinen Erfolg, zu dem diese Aktion beigetragen hat, ist, dass die Rainforest Alliance jetzt angekündigt hat, dass sie zumindest die Höhe der Prämien in Zukunft festlegen will, dass es also eine festgelegte Prämie gibt. Rainforest Alliance macht aber bisher keine Ansage dazu, wie hoch diese Prämie sein wird. Und es sieht auch nicht danach aus, dass sie garantierte Mindestpreise einführen. Das ist also aus unserer Sicht bisher immer noch sehr enttäuschend und wird dem Anspruch nicht gerecht, zu existenzsichernden Einkommen für Kakaobauern beizutragen. Es gibt eine Reihe von weiteren Siegeln und Initiativen. Hier aufgelistet habe ich mal die GEPA, das ist ein Fairhandelsunternehmen, sowie das Naturland-Fair-Siegel und das Hand-in-Hand-Siegel. Gemein haben all diese Unternehmen bzw. Initiativen, dass auch hier nach Fairtrade-Standards zertifiziert wird. Also die Kontrollen, die macht die Fairtrade Labeling Organization und das sind die Mindeststandards, die auf jeden Fall geachtet werden müssen. Aber die verschiedenen Unternehmen gehen teilweise über die Mindeststandards hinaus.
Bei der GEPA gibt es zum Beispiel das Prinzip der partnerschaftlichen Preisfindung. Das heißt, es wird gemeinsam mit den ProduzentInnen geschaut, was sind die Kosten, die realen Produktionskosten und was ist ein Preis, der die tatsächlich abdeckt. Das führt in der Praxis dazu, dass teilweise höhere Kakaopreise gezahlt werden. Es gibt allerdings auch einzelne Kooperativen, bei denen das nach dem Fairtrade-Mindestpreismodell funktioniert. Die Standards sind bei diesen Unternehmen bzw. Siegeln auch insofern höher, dass es keinen Mengenausgleich gibt, also dass tatsächlich der Kakao bis zur Kooperative zurückverfolgt werden kann und dass auch heimische Milchbauern mitgedacht werden, für die ebenfalls faire Preise gezahlt werden sollen. Bei Naturland Fair und Hand in Hand kommt noch dazu, dass der Kakao zu 100% auch immer biozertifiziert ist. Bei der GEPA ist das ein sehr hoher Anteil, aber nicht 100%. Und man muss aber auch bei diesen Siegeln dazu sagen, dass sie nicht immer gewährleisten können, dass das existenzsichernde Einkommen gesichert sind. Also auch bei der GEPA im Rahmen der World Fair Trade Organization, also ihrem Dachverband, gibt es einen Prozess, existenzsichernde Einkommen sicherzustellen in den nächsten Jahren. Das weist darauf hin, dass es auch bei diesen Siegeln, auch wenn sie da sicherlich von den Standards her Vorreiter sind, noch Nachholbedarf gibt, zum Beispiel auch anhand von belastbaren Zahlen zu belegen, dass es für die Produzenten immer ausreichend ist. Was man auch dazu sagen muss, es ist natürlich ein ziemlicher Nischenmarkt. Also wir reden hier über viel kleinere Mengen als zum Beispiel bei Fairtrade. Der Kakao kommt auch häufig aus Lateinamerika und dementsprechend ist damit den Bauern in Westafrika zum Beispiel, wo es die allergrößten Probleme gibt, nicht so viel geholfen. Trotzdem ist es ein sehr wichtiger Ansatz. Was in den letzten Jahren immer mehr passiert, ist, dass es unternehmenseigene Nachhaltigkeitsprogramme gibt, dass also zum Beispiel Nestlé oder Mondelez eigene Programme aufsetzen und auch ein eigenes Siegel dafür machen, dass sie auf ihre Produkte drucken. Das sind keine unabhängigen Siegel, dementsprechend haben wir da auch eine Kritik dran. Die Kritik bezieht sich darauf, dass es ähnlich wie bei Rainforest Alliance und UTZ in der Regel das Thema faire Kakaopreise ausgeklammert wird. Bei den meisten Nachhaltigkeitsprogrammen geht es darum, Produktivität zu steigern und Diversifizierung des Anbaus, dass also die Bauern nicht nur Kakao anbauen, sondern auch andere Produkte. Und es gibt bei solchen Programmen auch häufig einen Mangel an Transparenz. Denn bei Fairtrade kann ich als außenstehende Person online nachschauen, welche Kriterien gibt es, die sichergestellt sein müssen. Bei diesen Programmen kann ich das nicht, kann also nicht nachprüfen, auf welchen Kriterien die Behauptung basiert, dass es nachhaltiger Kakao ist. Und auch unabhängige Kontrollen sind bei solchen Programmen häufig nicht gegeben. Es gibt noch ein weiteres Unternehmen, ein Fairhandelsunternehmen, was wir nennen wollen, weil das in der Fairtrade-Szene gerade viel diskutiert wird. Es geht ja viel darum, wo findet eigentlich die Wertschöpfung statt? Das hat man ja gerade an der Grafik gesehen, die ich gezeigt hatte. Wer bekommt eigentlich wie viel? Dass ein Löwenanteil der Wertschöpfung im globalen Norden verbleibt. Dementsprechend gibt es auch eine starke Kritik am fairen Handel von diesem Herrn hier zum Beispiel. Das ist Ndongo Sambasila, ein Ökonom aus dem Senegal. Der hat mal gesagt, Afrika ist seit 200 Jahren in der Produktion von Rohstoffen gefangen. Damit können die Afrikaner sich wirtschaftlich nicht entwickeln. Sie müssten die Rohwaren selbst weiterverarbeiten, danach exportieren oder lokal konsumieren. Ein Modell, das darauf aufbaut, weiter Rohwaren zu exportieren, wird nicht zu einem Ausstieg aus der Armut führen. Das ist auf jeden Fall eine Grenze des fairen Handels. Da geht es also darum, dass nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich angestrebt wird, dass eine Weiterverarbeitung vor Ort passiert. Es gibt da Ausnahmen, wie zum Beispiel die Kooperative El Ceibo in Bolivien. In den allermeisten Fällen im Kakaobereich ist das aber nicht der Fall. Es gibt seit kurzer Zeit ein deutsches Startup mit dem Namen Fair Afric. Die versuchen das anders zu machen. Sie versuchen, ihre Schokolade komplett in Ghana herzustellen. Das Ziel dabei ist, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung in die Anbauländer verlagert wird und dass in der weiterverarbeitenden Industrie auch Arbeitsplätze entstehen. Bei diesen Arbeitsplätzen ist der Anspruch dann auch, dass es faire Arbeitsbedingungen und faire Löhne gibt. Fair Afric leistet insofern Pionierarbeit, dass sie mit einer der wenigen Bio-Kooperativen in Ghana kooperieren, dass es also ein ausschließlich ökologischer Anbau ist. Und die Zusatzprämie, die gezahlt wird pro Tonne Kakao, ist mit $600 auch höher.
Es ist in dieser Hinsicht also ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Auch da gibt es natürlich offene Fragen. Also auch bei Fair Afric ist es so, dass bisher eigentlich für den Export produziert wird und nicht für die Vermarktung vor Ort, weil es gibt anders als in Lateinamerika, in Westafrika keine Kakao- und Schokoladentradition. Schokolade ist für die meisten Menschen vor Ort auch finanziell nicht erschwinglich. Und das bedeutet, dass auch in diesen Fällen nach wie vor das Produkt dann eigentlich in den globalen Norden, in diesem Fall nach Deutschland, exportiert wird. Und da kann man sich aus unserer Sicht dann natürlich auch fragen, wie das abzuwägen ist. Dass einerseits natürlich Wertschöpfung vor Ort passiert und das ist auch gut. Andererseits offene Fragen bestehen bezüglich des ökologischen Fußabdrucks, weil es auf jeden Fall einen größeren ökologischen Fußabdruck hat, wenn man eine fertige Schokolade nach Europa exportiert, wo sie dann auch die ganze Zeit gekühlt werden muss. Ich möchte gerne noch auf ein letztes Unternehmen eingehen und das ist das Unternehmen Tony's Chocolonely aus den Niederlanden. Dieses Unternehmen finden wir interessant, weil sie den Ansatz haben, dass sie existenzsichernde Preise für den Kakao zahlen wollen und daraus Schokolade für den Massenmarkt machen wollen. Also es ist ganz bewusst ein Unternehmen, was nicht auf eine Verhandelsnische setzt, sondern die sich gerade anschickt, Marktführer in den Niederlanden zu werden und trotzdem diesen Anspruch haben, existenzsichernde Preise zu zahlen. Tony's Chocolonely verwendet das Referenzmodell von Fairtrade, was also aus Sicht von Fairtrade ein existenzsichernder Preis wäre und versucht, diesen Preis zu zahlen, indem eine höhere Prämie gezahlt wird als die Fairtrade-Prämie, um diese Lücke zu schließen. Das heißt, bei Tony's Chocolonely erhalten die Bauern in der Elfenbeinküste 590 US-Dollar pro Tonne und in Ghana 575 US-Dollar pro Tonne. Das finden wir auch insofern sehr interessant, weil es das Argument von vielen Industrievertretern entlarvt oder ad absurdum führt, dass es nicht möglich wäre, faire Preise für den Massenmarkt zu zahlen. Wir haben als Incota vor kurzem ein Infoblatt herausgegeben. Das finden Sie auch in unserem Webshop unter webshop.incota.de, wo diese Infos, die ich jetzt gegeben habe, nochmal zusammengefasst sind. Und wir haben dort auch so eine Art Überblickstabelle erstellt, damit man als Konsument oder Konsumentin, wenn man das nächste Mal in den Supermarkt geht, sich vorher ein Bild davon machen kann, welches von diesen Siegeln garantiert eigentlich was und dann eine Abwägung treffen kann, welche Schokolade man unterstützen möchte und welche nicht. Wenn ich das zusammenfassen soll, dann würde ich sagen, dass man einerseits schon sehr deutlich sagen kann, der faire Handel sorgt für ganz konkrete Verbesserungen für Kakaobäuerinnen und Bauern. Das äußert sich zum Beispiel in einem etwas höheren Einkommen. Das äußert sich auch in der Unterstützung, die sie durch Schulungen bekommen. Das äußert sich darin, dass Kooperativen gestärkt werden durch die Fairtrade-Prämie. Man muss aber auch sagen, dass diese Verbesserungen häufig geringer sind, als wir uns das erhoffen würden. Und dass trotzdem auch unter zertifizierten Bauern und Bäuerinnen die große Mehrheit bisher nicht über existenzsichernde Einkommen verfügt. Damit es dazu kommt, müssten aus unserer Sicht Mindestpreise und Prämien im fairen Handel deutlich erhöht werden. Wir nehmen wahr, dass sich Fairtrade zunehmend dieser Herausforderung auch stellt, wie zum Beispiel sichtbar ist an der Mindestpreiserhöhung vor wenigen Monaten und eben auch wahr, dass es ein Dilemma gibt durch eine Konkurrenz von anderen Siegeln ohne Mindestpreis, was zu einem Unterbietungswettbewerb führen kann und Bemühungen darum, die Preise zu erhöhen, konterkariert. Es gibt eine Reihe von kleineren Fairhandelssiegeln und Unternehmen, die über die Standards von Fairtrade hinausgehen, also Anbieter wie zum Beispiel die GEPA oder ein Siegel wie Naturland Fair. Wo also häufig höhere Kakaopreise gezahlt werden, die in dem Sinne Best-Practice-Beispiele sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass die alle bisher eine sehr kleine Nische bedienen, im Gegensatz zum Beispiel zum Fairtrade-Siegel, was immerhin 7% der weltweiten Produktion abdeckt. Und ein letzter Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, fairer Handel ist aus unserer Sicht keine Magic Bullet, denn es gibt eine Reihe von strukturellen Problemen, auf die der faire Handel gar keinen Einfluss hat, sondern die politische Probleme sind, für die es auch politische Lösungsansätze braucht, sowohl in Deutschland als auch in den Kakaoanbauländern. Und damit wären wir bei der letzten Umfrage und dafür übergebe ich nochmal an Leo. Genau, vielleicht vorab nochmal. Leider hat es eben nicht geklappt, die Umfrageergebnisse der zweiten Umfrage zum Thema faire Schokolade, welche Schokolade würden Sie als fair weiterempfehlen, einzublenden. Das werden wir jetzt im Nachgang dann nochmal vor der Diskussion machen, würden aber jetzt gerne nochmal, um das Thema Politik aufzugreifen, nochmal die nächste Umfrage starten und zwar mit der Frage,
Was genau kann eigentlich die Politik dazu beitragen, die Missstände im Kakaoanbau zu beenden? Und anders als davor möchten wir diese Umfragerunde jetzt offener gestalten. Leider war es nicht möglich, im Zoom-Umfragetool ein offenes Feld einzublenden, wodurch wir jetzt uns überlegt haben, dass wir das gerne über den Chat machen möchten. Das heißt, die Idee wäre jetzt, dass wir Sie bitten möchten, vielleicht eine oder zwei Möglichkeiten, die Sie sehen, wie die Politik dazu beitragen kann, die Situation im Kakaoanbau zu verbessern, in den Chat, also nicht in das Frage-Antwort-Tool, das unten abgekürzt ist mit F und A, sondern tatsächlich in den Chat einzuschreiben. Und dann werden wir probieren, diese Sachen kurz zu screenen in 2 Minuten, um dann auf ein paar Antworten einzugehen. Okay, dann habe ich auf jeden Fall jetzt mal einen ersten Überblick versucht zu bekommen. Ich habe sehr häufig gerade am Anfang das Thema Lieferkettengesetz gesehen, Initiative Lieferkettengesetz, war die, glaube ich, mit Abstand am meisten kommentierte Sache. Weiterhin habe ich aber auch verschiedene Ideen gesehen, wie Mindestpreis für einen Kakao weltweit, Kooperationen stärker zu unterstützen oder die Unternehmensverantwortung zu stärken durch ein Lieferkettengesetz hier nochmal. Johannes, vielleicht fängst du mit dem Lieferkettengesetz an und kannst danach nochmal schauen. Ich probiere nochmal ein paar Sachen zusammenzufassen und zu gruppieren. Ja, ich finde es interessant, was für viele Anregungen hier kam. Ich werde jetzt nicht auf alle davon eingehen können. Also was ich auch gesehen habe in der Liste, ist zum Beispiel die Anregung, die Steuern für Fairtrade-Produkte zu senken. Also es wäre ja möglich, und das ist auch in der Diskussion, für Fairtrade-Produkte nur den reduzierten Mindeststeuersatz zu nehmen. Das könnte zum Beispiel eine Sache sein. Eine andere Sache, die erwähnt wurde, sind Einfuhrgenehmigungen daran zu knüpfen, dass bestimmte Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Also in den USA ist das zum Beispiel gerade so, dass die Zollbehörde überprüft, ob es vielleicht Einfuhrverbote für Kakao aus der Elfenbeinküste geben soll, weil davon auszugehen ist, dass der Kakao unter ausbeuterischer Kinderarbeit produziert ist. Das sehen wir ambivalent, weil man natürlich auch die Folgen für die Kakaobauern und Bäuerinnen bedenken muss und es auch für die Bauern ein Problem wäre, wenn von heute auf morgen sozusagen es ein Einfuhrverbot für das wichtigste Anbauland gibt. Ich möchte jetzt gerade vor allem auf zwei Sachen noch mal näher eingehen. Und das eine bezieht sich darauf, dass es eine sehr interessante Entwicklung in den letzten Monaten gegeben hat. Es haben sich nämlich zum ersten Mal die Regierungen von Ghana und der Elfenbeinküste verbündet und gesagt, dass sie ab Oktober diesen Jahres Kakao nur noch an die Unternehmen verkaufen werden, wenn die bereit sind, eine Extraprämie von 400 US-Dollar zu zahlen.
Durch diese Extraprämie wollen Sie einen bestimmten Mindestpreis für die Bauern sicherstellen. Das ist das, wovon Sie selbst ausgehen, dass das ein existenzsichernder Preis ist. Wenn man das mit den Referenzwerten von Fairtrade und uns vergleicht, dann sieht man natürlich, dass es nicht ausreicht, aber es wäre trotzdem deutlich mehr, als die Bauern aktuell bekommen. Also die Regierungen der Anbauländer reden in diesem Zusammenhang auch von einem Living Income Differential. Und das ist ein Ansatz, den wir erstmal sehr spannend finden. Hier kann man sehen, wie das dann konkret aussehen würde. Also zum Beispiel, wenn der Weltmarktpreis 2.300 US-Dollar betragen würde mit dem, was die Unternehmen oben drauflegen müssten. Wären es 2.700, es kämen etwa 1.800 bei den Bauern an und es bliebe dann noch etwas für Vermarktung und Steuern. Wenn der Weltmarktpreis hochgeht, wollen sie das Geld für einen Stabilisierungsfonds für schlechtere Zeiten einsetzen. Man muss da natürlich zu sagen, dass die offene Frage ist, wie viel bei den Bauern tatsächlich ankommt. Und das hängt auch mit der Korruption in den Anbauländern zusammen. Also es gibt immer wieder Skandale um die staatlichen Vermarktungsplattformen in Elfenbeinküste und in Ghana, sodass es nicht automatisch gesagt ist, dass das Geld 1:1 bei den Bauern ankommt. Und man muss dazu sagen, dass es natürlich auch eine besondere Situation im Kakaobereich ist, die das den Regierungen ermöglicht, das zu machen. Sie können das nämlich nur machen, weil es zwei Regierungen sind, die zusammen 60% der weltweiten Kakaoproduktion kontrollieren. Das heißt, sie sind in einer so dominanten Position, ähnlich wie das beim Thema Öl mit der OPEC der Fall ist, dass sie sagen, wir können den Unternehmen möglicherweise diese Bedingungen aufzwingen, weil nicht alle Unternehmen die Möglichkeit haben, dann einfach auf einen anderen Markt und auf andere Länder auszuweichen. Das ist etwas, was ich interessant finde, weil wenn sie das durchgesetzt kriegen, dann würden die Bauern mit einem Schlag deutlich mehr erhalten, auch nochmal als das, was sie aktuell was ein kleiner Teil von den Bauern aktuell durch den Fairtrade-Mindestpreis bekommt. Und das zeigt vielleicht nochmal, wie groß auch die politischen Interventionsmöglichkeiten durchaus sind, wenn der Wille da ist. Ein anderes Thema für uns wäre das viel erwähnte Lieferkettengesetz. Es gibt in Deutschland seit ein paar Monaten eine Initiative, die wir als INCOTA auch mittragen. Das ist die Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Deutschland ein sogenanntes Lieferkettengesetz verabschiedet. Mit einem solchen Gesetz würden Unternehmen dazu verpflichtet werden, dass sie Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten ausschließen, dass sie bestimmte menschenrechtliche Sorgfaltsmaßnahmen ergreifen, also zum Beispiel die Risiken in ihren Lieferketten analysieren und Abhilfemaßnahmen ergreifen, Wiedergutmachungen betreiben, dass sie Beschwerdemechanismen einrichten für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen. Und laut einem solchen Gesetz, wie wir es uns vorstellen, sollte es auch möglich sein, Unternehmen haftbar zu machen und sie hierzulande vor Gericht zu bringen, wenn sie diesen Sorgfaltspflichten nicht nachkommen und es dadurch zu Schäden kommt, die vermeidbar gewesen wären. Da links auf dem Bild ist zum Beispiel die Auftaktaktion der Kampagne zu sehen, letztes Jahr im September. Wir sammeln aktuell Unterschriften für eine Petition und würden uns freuen, wenn Sie die unterzeichnen, falls Sie das nicht schon getan haben. Diese Petition finden Sie unter www.incota.de/Lieferkettengesetz. In diesem Zusammenhang ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir jetzt aktuell eine Aktion machen, die sich unter Bedingungen der Corona-Pandemie etwas anders gestaltet, als wir das eigentlich vorhatten. Auch in diesem Jahr wollten wir einen Osterhasenstreik machen, eigentlich in 30 Städten. Es gab ganz viele motivierte lokale Gruppen, die darauf Lust hatten. Straßenaktionen sind gerade aus verständlichen Gründen nicht möglich. Deswegen haben wir gesagt, wir verlegen diesen Osterhasenstreik ins Netz und bitten die Gruppen darum, per Videokonferenz Protestfotos zu machen und dann über ihre und unsere Kanäle zu teilen. Falls jemand Lust hat, sich daran noch zu beteiligen, Ostern steht ja jetzt vor der Tür, findet man dazu unter dem Link, der hier eingeblendet ist, weitere Informationen. Wir haben auf jeden Fall schon die ersten Bilder von Gruppen auch bekommen, die sehr motiviert sind. Und es freut uns, dass wir uns da von Corona nicht unterkriegen lassen und neue Wege finden, unseren Protest zu artikulieren. Damit wäre ich für meinen Teil erstmal am Ende und wir hätten jetzt die Möglichkeit, nochmal ein paar Fragen zu stellen. Genau. Vorab, bevor wir jetzt in die Fragerunde gehen, würde ich gerne nochmal den Hinweis aufgreifen, dass eben die Resultate nicht sichtbar waren. Die würde ich jetzt nochmal freigeben, damit da auch die Transparenz gegeben ist, wie eben abgestimmt wurde, und würde Sie dann parallel bitten, wenn Sie jetzt
einen Beitrag haben oder eine Frage stellen wollen, können Sie das entweder gerne über das F&A-Tool machen oder gerne auch einfach die Hand heben. Dann können wir Sie drannehmen, Ihnen die Sprecherlaubnis erteilen und dann die Frage hier auch per Mikrofon stellen.